So, für unsere Jakobsmuschel-Vorspeise nehmen wir als nächstes die Jakobsmuschel. Die haben wir jetzt hier schon ausgelöst. Da haben wir auch mal so eine Schale übrig gelassen. Die sind normalerweise hier, wachsen in so einer Schale. Die kann man dann so zu kaufen und die sind meistens auch ein kleines Stück dann offen. Und wenn man die einfach aufbrechen, dann zieht man die so raus. Da ist dann noch so ein kleines orangenes Rogensäckchen dabei, das macht man ab. Das ist wirklich nur für Liebhaber, die das essen wollen. Und so einen kleinen Muskel, den zieht man auch ab, den muss man aber ein bisschen suchen. Dann nehmen wir uns jetzt mal zwei solche Jakobsmuscheln. Wir machen eine Jakobsmuschel-Tartar, was wir dann ein bisschen backen. Dann schneiden wir zunächst die Jakobsmuschel in kleine Scheiben. Und dann, bei der exotischen Vinaigrette einfach würfischen. Ruhig ein bisschen grober lassen, nicht zu klein, nicht zu fein. Dass man dann, wenn man dann das gebacken ist und das isst, dann auch ein bisschen die Jakobsmuschel an sich als Stück erkennt. Als nächstes werden wir einfach nur ein bisschen Limonensaft reinmachen. Schmecken das mal ein bisschen ab mit Salz. Einen kleinen Schuss Pfeffer. Machen wir uns hier zwei solche kleinen Nocken, und damit wir das dann besser backen können, wenn wir das ganz kurz in den Froster stellen, damit das die Form behält. Weil so würde sich das dann beim Backen einfach nur in die kleinen Einzelstücke auflösen. Da unsere Jakobsmuschel-Vorspeise nicht nur aus einer Komponente besteht, werden wir noch zwei Jakobsmuscheln konfieren. Konfieren heißt quasi, dass wir uns das ist so ein Reinfettfond, also geklärte Butter mit ein bisschen Kräuter, ein bisschen Gewürzen. Und wir werden das jetzt so bei 80, 85 Grad ein bisschen gar ziehen, dass die Aromastoffe in die Jakobsmuschel reinziehen. Aber das Öl ist halt dazu da, oder das Fett ist halt dazu da, dass die Jakobsmuschel nicht so viel Flüssigkeit verliert. Aufpassen halt, dass es dann nicht kocht. Weil wir wollen es ja nur konfieren. Man sieht es dann immer so schön, dass die Streifen von außen nach innen wandern von der Butter. Das heißt eigentlich schon, das ist schon eine gute Temperatur. Und dann legen wir die da rein. Ein bisschen aufpassen. Auch gleich wieder runterdrehen. Wir sehen schon, die Molke kommt schon wieder ein Stückchen hoch. Genau, und das lassen wir jetzt so gute 8 bis 10 Minuten ziehen. So, bei den Nocken ist eigentlich, soll ja nur ein bisschen kurz anfrieren, dass wir das dann ganz kurz durch den Ausbackteig ziehen können und dann frittieren können, aber das ist halt schon völlig in Ordnung. Es soll ja nicht komplett durchfrieren, wir wollen ja nicht mit gefrosteten Sachen arbeiten, aber das können wir dann machen. Das lassen wir ganz kurz hier, dann holen wir die Jakobsmuscheln aus dem Konfierfond. Die sind jetzt auch fertig. Das sieht man immer ganz gut, dass das halt das Eiweiß schon ein ganz kleines bisschen geronnen ist hier. Und man hat halt auch vom Widerstand her ist es halt sehr viel fester. Genau. Das leicht angefrorene Jakobsmuschel-Tartar, das wird der Martin jetzt im Teig ausbacken. So, das ist mein Ausbackteig. Da lehne ich mich an das japanische Modell, und zwar ist das nichts weiter als Mehl, Stärke und Backpulver. Die gefrorenen Sachen jetzt hier rein. So. Vorsichtig hier rein. Genau, und zu Hause können Sie gerne einen Topf mit Öl nehmen. Durch das Backpulver geht es dann nämlich immer richtig auf und wird dann auch knusprig. So, das ist jetzt das fertig gebackene Tartar. Durch das Backpulver schwemmt es natürlich ein bisschen auf, ist ja ein Triebmittel, und wird richtig schön knusprig und ergibt halt so eine interessanten Formen. Jetzt können wir das anrichten. Jetzt haben wir alle Zutaten beieinander. Guacamole. Ich hier sehe es. Habe ich mir so einen kleinen Stempel gebaut. Aus einem Korken und einem Zahnstocher.
drücken wir ein bisschen fest. Ein bisschen was von der exotischen Vinaigrette. Ein bisschen festdrücken. Ziehen wir dies vorsichtig ab. Eins für die konfierten Jakobsmuscheln, für das Gebackene, noch eine konfierte. Für den Salat nehmen wir natürlich auch unsere exotische Vinaigrette. So, das ist jetzt so ein Wildkräutersalat. In dem Fall ist das jetzt so ein bisschen Frisee, ein bisschen Wildkräutersalat, ein bisschen Dill. So. So, das ist jetzt also unsere Jakobsmuschelvorspeise mit konfierten Jakobsmuscheln, der gebackenen Tartar, der Guacamole und der exotischen Vinaigrette. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen. Nachkochen? Tschüss! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.